Hallo und herzlich willkommen zu Europa Universalis 4 in der Version 1.21 mit allen DLCs, auch dem neuesten Mandate of Heaven. Okay, so neu ist das jetzt auch nicht wieder. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ich habe Granada auserkoren, damit es mal, ja, man hat vielleicht schon gemerkt, dass ich eine kleinere Länderspiele. Nicht, weil ich es besonders gut könnte. Ach, jetzt habe ich meinen alten Granada-Spielstand gelöscht. Das ist egal. Ich habe nämlich eine schöne, gute Strategie mit Granada herausgefunden, die aber nur funktioniert, wenn zwei Punkte zutreffen. Welche das sind, werdet ihr sehen. Dieses Let's Play ist nur provisorisch und wir zeigen nur mal, wie Granada am Anfang aufsteigen kann. Und das heißt nicht Granada in Kastilien, sondern Granada in Nahost, wenn das schon was sagt. Nämlich geplant ist, dass wir von Granada hier nach Trapezunt ohne Kriegsgrund angreifen. Die sind meist mit Theodoro verbündet. Da muss man Theodoro vasalisieren und danach kann man dann Trapezunt annektieren. Ist zwar dann, bringt zwar viel AE, aber dafür ist man gerettet. Ach, jetzt habe ich die zusammengeschlossen. Bin ich auch dumm. Dafür müssen wir aber fleißig Schiffe bauen. Und das wird das größte Problem. Ich habe ja, glaube ich, gerade schon angesprochen, dass dieses Let's Play nur kurz kommen wird. Das liegt am Kanalparlament. 7, ja. Eins mehr noch. Wie viel kostet denn so ein Schiff? Man kann ja auch Schiffe verkaufen. Deswegen spalte ich hier mal zwei ab, damit ich nicht übers Flottenlimit komme. Diese hier dürfen gerne weiter den Handel schützen, in Sevilla. Die beide, ihr guckt mal, wo ihr euch verkaufen lassen könnt. Ich schraube schon am Anfang das Budget überall runter. Die Händler, die wir haben, sende ich nach Sevilla, auch wenn das nicht das Optimalste ist. Aber wir brauchen jetzt erstmal für die kurze Zeit Geld und nicht auf lange Zeit. So. Unsere, ja, das ist schon mal die eine Sache, die nicht erfüllt ist. Dafür haben wir Marokko, das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Dann haben wir Tunesien. Die mögen Marokko halbwegs. Also, halbwegs mögen heißt, sie haben sie nicht als Rivalen. So. Wir nehmen als Feinde Portugal und Tlemcen. Wir gehen gleich noch mehr Bündnisse ein. Wenn ich noch einen. Gab es nicht auch irgendwie einen Cut-Modus, wer möchte? In diesem Update. Hab ich irgendwie von gehört. Nee, ich glaube, das verwechsel ich gerade mit dem Handelskarten. Naja. Das kann man auf jeden Fall immer nehmen. Weil wir ja gleich. Ich dachte gerade so. Unabhängigkeit durch Georgien garantiert. Dann müssen wir wohl Theodoro angreifen. Das ist auch nicht schlimm. Wird dann zwar etwas schwerer, aber ist kein Weltuntergang. Okay. Ich muss auf jeden Fall Tunesien als Bündnispartner gewinnen. Oh, böswillig, ganz toll. Wo wir doch gleich einen Untertan kriegen werden. Hier hebe ich jetzt noch meine Truppe aus. Das ist nämlich mein Plan. 8 Truppen mit 8 Transportern. Noch ein Schiff und eine Truppe.
kostet zwar viel Geld, aber können ja auch mal die Währung entwerten. So für zwischendurch Geld, wenn wir es mal brauchen. Bringt halt etwas Korruption. Marokko möchte eine Staatsehe immer gerne. Möchte Tunesien vielleicht eine Staatsehe? Leider nein. Kann ich den Militärzugang gewähren? Nee, möchten sie nicht. Muss auf aufpassen, dass ich eine diplomatische Beziehung auf jeden Fall behalte. So. Rivale unseres Rivalen. Sieh doch mal, der Feind unseres Feindes. Das war sowieso so das, was ich wollte. Sobald wir das Bündnis haben, sollte es dann auch passen. Dauert nicht mehr lange. Ach ja, diese Schiffe kann ich erstmal stilllegen. Krieg dann nochmal Geld. Wir können dann hier, wenn wir Theodoro dann haben, Genua angreifen. Ja, die sind mit Trapezun verbündet. Das ist eine schöne Ausgangslage. Genua ist verbündet mit Österreich. Ja, Utrecht, Lucca, Geldern. Wenn ich nur da hinten eine Provinz habe, dann kann das auch egal sein. Die kommen sowieso nicht hin. Obwohl doch Österreich mit seiner mit der Riesenflotte. Naja, Yusuf ist gut. Ich möchte nicht die Namensgebung beeinflussen. Ich als jemand, der so viel Arabisch versteht wie jemand, der noch nie Arabisch gehört hat. Wie ein Tier, so. Obwohl, können Tiere Arabisch sprechen? Jetzt stelle ich hier schon Theorien auf. So ganz nebenbei, ich habe jetzt mal wieder einen neuen Sendeplan. Diesen könnt ihr in der Videobeschreibung hoffentlich auch angucken. Ich hoffe, ich erinnere mich am Ende des Videos noch daran, was ich verlinken will. Ich wollte das Kanalparlament, den Discord-Channel verlinken und ich wollte den Sendeplan verlinken. Und dann verlinke ich das, was ich sonst auch immer verlinke. So. Ach ja, diese zwei Schiffe, die wollen sich ja noch verkaufen lassen. Oder geht das überhaupt schon? Na, man konnte die doch mal verkaufen. Ach ja, hier. So. Schiffe verkaufen. Ah, perfekt. Das brachte schön Geld. Hat exakt so viel gebracht wie... Naja, wäre exakt dasselbe gewesen, wenn sie die gebaut hätten, haben sie kein Geld gespart, aber... So, du wirst bitte auch stillgelegt. Du gehst nach da, du gehst nach da. So, stilllegen, zusammenlegen. Sogar Geld für einen Berater, aber man muss bedenken, wenn das... Oh, das könnte ich mir sogar schon leisten. Das tue ich aber noch nicht. Wäre jetzt auch schön, wenn ich irgendwie so einen zufälligen Kriegsgrund kriegen würde. Ein schönes Event. So. Muss ich kurz mal den Unterhalt hochschrauben. Nicht ganz hoch. Das ist zu viel Geld. Aber so hoch, dass er sich bewegen kann. Das Dreck wieder runterschrauben. Inflation. Naja, Kriegssteuer.
Oh, Marokko greift Tlemcen an. Ach ja, das Bündnis mit Tunesien. Fast vergessen.